einfach mal ein Video, weil es schön ist. Mini Plus in der Frühtracht. Alles ausgewinterte Mini Plus. Und wenn sie so fliegen, dann ist es schön. Man sieht aber hier ein kleines Manko bei der Mini Plus. Und zwar diese Fluglochsperren, die ich hier brauche für die Belegstellen. Beziehungsweise für, ja, wenn ich sie als Begattungseinheiten verwende. Sind doch alle ein bisschen eng, so dass sich da ein ganz schönes Getümmel da vorne bildet. Die Bienen kommen damit klar, aber mir ist es natürlich zu eng, ja. Wenn man die Mini Plus halt überwintert und sie dann als Vollvolk nachher hat, und das sind Vollvölker jetzt, ja, ist das ein bisschen eine doofe Sache. Man sieht das auch hier, wo ich keine davor habe. Die sind gleich stark entwickelt, ja, und dort habe ich das Problem nicht, so wie es aussieht. Also überall, wo die Fluglöcher größer sind, habe ich kein Problem. Und da, wo die Fluglöcher so stark eingeengt sind, habe ich Stau, ne? Beziehungsweise die Bienen haben Stau. Das ist jetzt nicht so schlimm, die werden das, die kommen damit klar. Vorteil natürlich auch, Räuberei findet halt keine statt mit solchen Völkern. Abhilfe kann man sich da ganz leicht verschaffen, und zwar indem man diese Fluglochsperren da nicht einbaut, die da drin sind, sondern einfach Schaumstoff verwendet. Man kann ja auch Schaumstoff reintun, den man dann bei Bedarf ein- und auszieht, ja. Boah, ist richtig was am Fliegen heute, ne? Wir haben ja eine lange Kälteperiode jetzt gehabt, es war lange kalt. Viel Regenwetter in der letzten Zeit, da ist natürlich jetzt alles aufgegangen, die finden jetzt ordentlich Nektar und Pollen. Und fliegen entsprechend stark. Das ist dann ein schöner Anblick, wenn man so morgens dann an seiner Mini-Plus-Batterie steht. Ja, wie gesagt, Fluglochsperren haben Vor- und Nachteile. In diesem Fall sieht man es. Man kann sie auch wieder ausbauen. Bei den Völkern werde ich aber hier die Böden tauschen jetzt, weil die Fluglochsperren kann ich gebrauchen, wenn ich Begattungseinheiten damit bilde, beziehungsweise auch, ja, die zerteile. Aber da kommen jetzt die Böden drunter mit offenem Flugloch, damit sich das ein bisschen beruhigt. Ja, ihr seht das hier, da ist es gar kein Thema. Und die beiden sind absolut gleich entwickelt. Und da habe ich Stau. Ja, was kommt da rein? Löwenzahn, Kirsche. Raps ist am Aufgehen, der ist aber noch nicht entrachtet. Ich war gerade am Rapsfeld, da waren noch keine Bienen. Also das heißt, die interessieren sich noch nicht so für den Raps. Das geht aber jetzt auch los. Aber hier ist jetzt halt die typische Frühtracht bei uns. Obstblüte halt überwiegend, ne? Und Löwenzahn. Löwenzahn ist unverkennlich. Der dunkle Pollen, der da drin ist, ist Löwenzahn. Da kommt was rein, ne? Löwenzahn blüht ja überall. Also, na klar. Okay, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. War kurzes Geschichtel hier, ja. Aber kann man ja auch mal zeigen, ne? Gut. Tschüss.